Ja, die Mast bei Grant, sie wird zusehends stärker. Werden wir die Fußpflege bei den Elefanten noch zu Ende schaffen? Ja, gestern sind wir noch fertig geworden mit den Hinterfüßen bei Grant. Da bin ich jetzt doch sehr zufrieden. Das heißt, wir haben seine beiden Vorderfüße Pediküre gemacht und wir haben seine beiden Hinterfüße Pediküre gemacht. Also Grant ist jetzt durch. Natürlich, man könnte sich immer noch in Details verlieben und da immer noch weiter dran werkeln, aber ein Grundschnitt, die Basis ist erstmal gemacht. Nach einiger Zeit ohne Fußpflege jetzt wieder. Und da bin ich ganz zufrieden. Und jetzt können wir beginnen bei Malka mit der Fußpflege. Ich hoffe, dass wir das heute schaffen. Ihre Hinterbeine, ihre Hinterfüße sehen etwas schlechter aus als die vorderen. Deshalb wäre es mir wichtig, dass wir mit den Hinterfüßen beginnen. Da hoffe ich, dass das heute funktioniert, dass Malka mitspielt, dass die Elefantenpfleger mitspielen. Und ja, mal sehen. Also auch mit Grant, der muss mitspielen, weil die Mast, die ist schon wieder weiter vorgedrungen. Und im Moment verdrescht er ganz gut diese Autoreifen, die im Stall hängen. Malka juckt sich ihr Hinterteil am Enrichment Tree. Natürlich, wenn ich die Kamera anmache, hört sie auf. Und Grant, ach, der geht jetzt raus. Ja, naja. Oh, ich wollte zeigen, dass der richtig in der Mast ist. Da ist er wieder. Und da sieht man, dass ordentlich was läuft. Und auch auf der anderen Seite läuft jetzt ordentlich Sekret raus. Also Grant ist in der Mast. Die Mast hat gewonnen. Thank you. Aber er frisst noch. Und noch lässt er sich auch, glaube ich, kontrollieren. Ich will das mal ausprobieren. Grant, komm mal her. Hier die Nase. Hier die Nase. Good boy, lift. Good boy. Also. Good boy. Change side. Hier die Nase.
Tage. Good boy, Granny. Ja, Grant ist schon wieder typisch in Mast. Sekret läuft und dieses Einrollen des Rüssels und dieses Rumlaufen und nicht fürs Futter sich interessieren, das ist wieder typisch Mast. Aber ich habe heute Morgen noch ihm Kommandos abgefragt und die hat er einwandfrei vorgeführt. Links steht Malka und rechts steht Grant. Und man sieht, Grant frisst zwar ein bisschen, aber vor allen Dingen rüsselt er auch so mit seinem Rüssel. Auch jetzt hier rüsselt er mit seinem Rüssel. Jetzt Rüssel einrollen, das Futter links liegen lassen, typisches Mastverhalten. Ja, ich bin wieder etwas zufrieden gestimmt. Wir konnten heute Morgen Fußpflege machen bei der asiatischen Elefantenmalka an den Hinterfüßen und wir haben das ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Allerdings, Grant zeigt immer mehr Mastverhalten. Ich bin nicht sicher, wie lange wir noch Zeit haben, um dies durchzuführen. Es fehlen jetzt noch die Vorderfüße von Malka. Dann hätten wir alle Füße durch. Ich hoffe, dass wir die morgen früh machen können, denn dafür müssen wir Grant und Malka wieder separieren. Jetzt gleich möchte ich auch noch mal Fußpflege machen, aber ohne Separierung. Und deshalb geht es nur bei Grant. Da kann ich dann noch den letzten Schliff machen. Und um 2 Uhr, in einer Stunde, dann wollen wir beginnen mit der Tür. Die Tür, an der Tür zu arbeiten, dort weiterzumachen. Ja, gerade eben haben wir nochmal Fußpflege gemacht, und zwar bei Grant. Wir haben seine Vorderfüße fertig gemacht. Da bin ich sehr zufrieden. Dann hoffe ich, dass ich morgen eine Chance habe, bei Malka die Vorderfüße zu machen. Und jetzt geht's an die Baustelle zur neuen Tür. Aber von der anderen Seite. Die ganze Zeit ist immer dasselbe. Ich gehe mir einmal was zu essen holen und ich sehe, Malka hat sich geduscht. Du wartest, bis ich weg bin, hä? Malkachen, am Kopf bist du nass und am Rücken ist sie nass. Hat sich geduscht. So, jetzt kommt noch ein Schlammbad dazu. Eieiei. Ein richtiges Schlammbad. Hm.
Ach, Marika, was bist du hübsch. Das ist ein richtiger Schlamm, den du dir da ausgesucht hast. Und jetzt wird sich an dein Richmond Tree gekratzt. Jetzt ist das ganze Programm dran, das ganze Wohlfühlprogramm. Duschen, Schlammbaden, am Enrichment Tree kratzen. Das volle Wohlfühlprogramm. Und nachher geht es vielleicht noch da oben hoch Staub. Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt nicht der Frist, aber bei Malga, da geht's los. War heute auch schon bei der Pediküre, bei den Hinterfüßen, schön pedikürt heute Morgen und jetzt noch der restliche Körper.